Hallo, ich bin ja ein ganz großer Fan von Indie-Bundles und das Aktuellste, was ich momentan gefunden habe, ist die Indie-Gala. Und ich möchte euch mal das Konzept anhand dieser Seite vorstellen. Es gibt verschiedene Systeme, zum Beispiel auch Humble-Bundle oder auch andere. Und das ist jetzt mir gerade heute über den Weg gelaufen und ich möchte euch anhand dieser Seite erklären, um was es geht. Wir haben momentan Sonntag, den 27. Mai. Es ist 1:57 Uhr in der Nacht und dieses Angebot läuft jetzt noch 13 Tage, 22 Stunden, 2 Minuten. Ihr könnt euch ja dann ausrechnen, ob es dann in dem Tag, wo ihr das Video schaut, noch gültig ist das Angebot. Diese Indie-Angebote sind meistens Spiele von Entwicklern, die noch nicht sehr bekannt sind, also unabhängige Entwickler. Das sind jetzt nicht EA Games oder irgendwas in der Richtung Blizzard oder so, sondern eher kleinere Entwicklungsstudios. Und das System auf dieser Seite, es gibt verschiedene Seiten und die Systeme unterscheiden sich ein wenig, ist einfach: Man entscheidet selbst, wie viel man bezahlen möchte. Wenn man mehr als $1 bezahlt, bekommt man diese 4 Spiele. Und wenn man mehr, zurzeit sind es $3,99 bezahlt, kriegt man noch diese Spiele dazu, also insgesamt 8. Und wenn man zurzeit mehr als $5 bezahlt, kriegt man alle 12 Spiele. Ich sage zur Zeit, weil ich glaube, auch auf dieser Seite geht es nach dem Durchschnitt. Man kann selbst entscheiden, was man bezahlen möchte. Und dieser Preis ändert sich je nachdem, wer was und wie viel bezahlt hat. Also manche bezahlen ja nur $1. Es gibt aber auch welche, die haben $120 für diese ganzen Spiele bezahlt. Und das treibt halt den Durchschnitt ein bisschen hoch. Oder wenn nur einer $1 bezahlt, geht der Durchschnitt ein bisschen runter. Aber die Preisklasse bis jetzt war bei mir immer so zwischen 6 und $8. Okay, was für Spiele werden angeboten? Hier sieht man, oder erstmal noch was anderes: Die Spiele, die mit dem Steam-Logo hier drauf sind, da kriegt man einen Code zugeschickt. Ich zeige euch das nach dem Video gleich, wie das funktioniert. Und dann sind diese Spiele in Steam verfügbar. Diese andere, wo DRM Free draufsteht, scheinen bei Steam, wobei ich habe dieses Spiel auch bei Steam gefunden, aber anscheinend haben die da keinen Vertrag mitgemacht. Die muss man so runterladen, die haben keinerlei Kopierschutz oder so irgendwas. Das könnte man, wenn man will, aber ich denke, bei dem Preis sollte man ein bisschen fair sein, auch an Freunde und Bekannten weitergeben, ohne dass da irgendwas überprüft wird, da ist kein Kopierschutz drauf. Und wenn man alle 12 Spiele kauft, also mehr als jetzt zurzeit $6 bezahlt, kriegt man auch noch 3 Musikstücke dazu. Die werden dann erst nächste Woche freigeschaltet. Dieses Video zeigt dann eine kleine Zusammenfassung von den Spielen. Das sind alle 12 mal kurz zusammengefasst. Wenn ihr hier drauf drückt, kriegt ihr ein Video, wie das Spiel allein aussieht. Also wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann kriege ich dieses Battle Match oder wie es auch heißt. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mir mal die Spiele in Steam angeschaut. Also hier kostet ja alle 12 zusammen $6. Der Dollar ist, glaube ich, weniger wert. Wir können es ja mal gerade ausprobieren. 6 Dollar, 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 wo ist das Dollarzeichen? Dollar in Euro. Mal schauen. Also $6 wären knapp 5 Euro. Das heißt also, wenn man 5 Euro bezahlt, kriegt man diese 12 Spiele. Jetzt schaue ich mir mal an. Das erste heißt Making History. Das allein würde schon bei Steam 4 Euro kosten. Das
Ups, weg. Razer 2 kostet schon 8 Euro. Das hier kostet 7,99 €. Das hier kostet 9,99 €. Hier 4,50 €. Hier 5 Euro. Und hier kostet 13 Euro. Und hier kostet es nicht 7,99 €. Da habe ich mich nämlich gerade eben verschaut. Weil nämlich das Collection angeboten wird, würde das hier bei Steam knapp 40 Euro kosten. Hier, das war das hier, des Collections. Also das würde schon, wenn man es bei Steam kauft, knapp 40 Euro kosten. Also kommt man mit gut 6 Dollar, also 5 Euro, gut weg. Ich habe einen Haufen von diesen Spielen bei Steam. Wenn ich nur zwei oder drei spiele und den Rest ist mit in der Liste drauf und ich schaue es nie an, habe ich immer noch einen guten Schnitt gemacht in der Form. Also ich bin ein richtiger Fan davon. Ich habe, glaube ich, auch bei Steam 40, 50 Spiele, die ich nur über diesen Weg gekauft habe. So, alles, was man machen muss, ist hier seinen Namen einzugeben, die E-Mail-Adresse, dann sagen, was man dafür ausgeben möchte. Also man könnte 6 Dollar anklicken, könnte 8 Dollar anklicken. Ich sage einfach mal, nicht 410, sondern 10 Dollar. Ich lege immer ein bisschen was drauf, weil ich das fair finde. Die Entwickler werden unterstützt. Die Seite wird ein bisschen unterstützt. Hier kann man auch angeben, wie sich meine 10 Dollar verteilen. Hier ist so eine Hilfsorganisation und hier auch. Also von meinen 10 Dollar, wenn ich die ausgeben möchte, kriegen 7 Dollar die Entwickler von diesen Spielen, 2 Dollar die Seite und 1 Dollar für diese Hilfsorganisation. Meistens ist da noch eine Erklärung dabei, was das für eine ist. Hier oben kann man schauen, für was die eine Hilfsorganisation ist. Und hier scheint es wieder ein Erdbeben in Italien gegeben zu haben. Ja, das stimmt, das war ja vor kurzem. Und auch hier gehen dann ein bisschen Geld hin. Ich kann aber auch sagen, ich möchte mehr Geld von meinen 10 Dollar zu dieser Erdbeben- und Hilfsorganisation geben. Dann geht meine ganzen 10 Dollar zu diesen zwei Organisationen und der Entwickler kriegt auch nichts. Ich könnte aber auch sagen, ich möchte das meiste Geld dem Entwickler geben. Oder ich könnte sagen, okay, der Entwickler kriegt noch was, ein bisschen auf die Seite und hier vielleicht ein bisschen noch für Italien. Ich wähle meistens das Vorgegebene. Ist eigentlich eine faire Kombination und das ist in Ordnung. Und man kann das Ganze als Geschenk noch verschicken. Bezahlt wird entweder bei PayPal oder über Google Checkout. Ich habe ein PayPal-Konto, das wird dann von meiner Bank abgebucht. Und darüber bezahle ich. Okay, ich möchte hier nicht meine persönlichen Daten ins Internet stellen, also stoppe ich hier den Film und wir schauen uns das gleich an, was, wie das dann weitergeht, wenn man bezahlt hat. Bis gleich. Okay, hier bin ich wieder und ich habe per PayPal bezahlt und dann wurde mir ein Link zugeschickt und dieser Link habe ich aufgerufen. Wir erinnern uns, hier gibt es Spiele, die haben ein Steam-Zeichen und hier gibt es Spiele, die haben ein Download-Zeichen. Also von denen hier, die ein Download-Zeichen hat. Ich rufe mal die Seite auf. Dieser Link wurde mir zugeschickt für diese Seite. Da ist oben noch ein bisschen Erklärung drin und dann habe ich hier eine Liste und hier kann ich alle Spiele direkt runterladen, die hier dieses Symbol haben. Hier zum Beispiel, was ist das? Speed Hazard, und hier dieses Battle-Spiel und dieses Rallye-Spiel. Das sieht man hier. Kann ich direkt runterladen. Weiter oben in dieser Liste sind die Steam-Spiele
Spiele aufgeführt und die haben alle an dieser Stelle einen Code. Das ist so ein Buchstaben-Zahlen-Code. Und diesen Code kopiere ich mir, gehe hier bei Steam, ich bin auf der Shop-Seite, das ist die Hauptseite hier, kennt ihr ja, wenn ihr Steam habt, gehe ich auf Spiel hinzufügen, Produkt bei Steam aktivieren. Dann gibt es eine kurze Erklärung. Ich muss die Nutzungsbedingungen von Steam zustimmen und dann kopiere ich hier diesen Code rein. Kleinen Moment. Klicke auf Weiter. Und dann kommt eine Meldung, dass das bearbeitet wird. Und dann kommt diese Meldung, Aktivierung erfolgreich. Und ich habe jetzt das zweite Spiel genommen, das ist Racer 2. Und ich kann mir hier einen Beleg ausdrucken. Ich kann aber auch auf Weitergehen. Dann steht der Festplattenplatz und was ich noch frei habe, geschätzte Downloadzeit. Und wenn ich weitergehe, kann ich auch Verknüpfungen auf der Startseite anlegen und so weiter. Das kennt ihr ja wahrscheinlich von Steam. Okay. Und wenn ich jetzt hier unten draufklicke, sieht man schon, das Spiel habe ich, das ist das erste Spiel, was ich runtergeladen habe und hier ist das zweite Spiel. Und wenn es fertig ist, erscheinen die dann ganz normal in meiner Bibliothek und ich kann dann direkt losspielen. Und das war's schon. Ich habe jetzt geschaut, ich habe ja 10 Dollar angegeben und ich habe mich schon wieder, ja, ich fand es ein bisschen dumm, als ich nämlich PayPal dann auf Bezahlen gedrückt habe, hat er es mir umgerechnet und das ist 8,25 €. Jetzt habe ich 12 Spiele für 8 € gekriegt und da sind manchmal ein paar richtige Perlen dabei. Zum Beispiel Twine, das Spiel habe ich auch in so einem Bundle bekommen für auch 10 Dollar mit verschiedenen anderen Spielen dabei. Und da habe ich einen echten Schnäppchen gemacht zu dem Zeitpunkt. Und die Spiele waren echt geil. Also ich hätte auch mehr bezahlt dafür. Also schaut euch das an. Wenn ihr es euch leisten kann, gibt einfach ein bisschen mehr. Wenn nicht, schaut ihr, dass ihr so knapp 50 Cent oder so über dem Durchschnitt seid. Und dann habt ihr 12 Spiele für einen unsagbaren guten Preis. Also ich bin ein Fan davon. Und wie gesagt, einen Moment, wo ist denn die Seite hier? Ihr könnt euch ja immer die Videos dazu anschauen und dann entscheiden, ob dieses Bundle euch wert ist oder nicht. Müsst ihr euch selbst überlegen. Von dem habe ich, glaube ich, 2 Runden mitgemacht von 5. Eine Runde habe ich zwischendrin ausgesetzt. Da hat mir einfach die Spielkombination nicht gefallen. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Die Seite heißt indiegala.com. Ich werde den Link nochmal in die Beschreibung reinsetzen. Einen Moment bitte. So, ich will nicht haben, dass nochmal mein Passwort und alles gezeigt wird. Na gut, ist auch egal. Genauso gibt es auch eine Seite, die heißt humblebundle.com und die schreibe ich auch rein. Die hat das Ähnliches, das ist momentan abgelaufen. Da hat man diese Spiele hier bekommen und der Durchschnitt war, was hat man da bezahlt? Ist am Schluss sehr hoch gekommen, war 9 Dollar. Und dann hat man diese Spiele hier bekommen. Allein dieses Spiel wird überall sehr gut beschrieben und hat einen schönen Werbeanteil. Also überall, ob das für Android ist, iPod oder für den PC, wird es immer gut gelobt. Und da sind noch diese anderen Spiele dabei. Da habe ich einfach geschaut, diese Spiele haben mir nicht so gelegen. Da habe ich einfach ausgesetzt. Aber auch diese Seite gefällt mir sehr gut. Auch hier kaufe ich regelmäßig und auch hier wird Steam unterstützt. Dann hat man alles auf einen Blick. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen für dieses System begeistern können. Es nutzt allen, es ist eine gute Werbung für die Entwickler und man bekommt recht günstig recht gute Spiele.
Und im Hintergrund hat man gehört, dass ich beim Einsatzleiter, wo ich ja auch momentan spiele, einen Auftrag beendet habe. So, dann wünsche ich euch einen schönen Abend und ciao.